einer Runde Trackmania hier auf der Playfit. Wir sitzen hier beim Let's Play Workshop und ich kommentiere euch heute, was wohl, Trackmania. Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, erstmal zu schauen, wer der erste Spieler ist. Auf dem ersten Platz ist halt Albin und ich spectating sozusagen. Hier ist Ufukshipashi. Hier ist Nadiat, André, Albin. Hier ist Albin. Albin ist auf dem ersten Platz und er hat die Kurve gut hingekriegt. Jetzt kommt der große Sprung und wie er eine Kurve. Mal schauen, ob er sie hinkriegt. Und er nimmt die Kurve gut. Kein Crash, kein gar nichts. Oh doch, er ist am Rand, am Ende der Kurve noch gecrashed. So. Ich folge jetzt wieder Albin. Albin ist wieder da. Albin, zweiter Platz. Zweiter Platz, Albin. Ades. Okay, Ades ist der erste Platz. Ich muss gucken, dass ich ihn ins Bild kriege. Da war er gerade. Albin auf der 1. Ades auf der 1. Und er kriegt die Kurve gut hin. Jetzt kommt der große Sprung. Er ist direkt hinter Nadiat. Und er springt und crasht an die Seite. Wie kann sowas nur passieren? Da ist wieder Ades. Ades ist da. Er nimmt die Kurve gut. Jetzt eine Kurve, die er schön schwach nimmt. Ich muss gucken, dass ich ihn weiter im Bild habe. So, Replay, da haben wir ihn wieder im Bild. Er hat es geschafft und jetzt, da ist Ades. Er fährt los, nimmt die Kurve sehr gut, fast gecrashed, aber trotzdem noch geschafft. Wieder die Kurve schwach genommen. Jetzt wieder ein großer Sprung. Zum Glück ist er dieses Mal nicht wieder aus der Strecke geflogen beim Sprung. Und er fährt wieder los. Er ist wieder am Start, sozusagen ein Reset für ihn. Es geht weiter. Er kommt in die Kurve. Er nimmt die Kurve gut. Nimmt die Kurve sehr gut. Wieder der Sprung. Wieder der Monstersprung. Hoffentlich kommt er nicht wieder von der Strecke ab. Nein, er hat es geschafft. Oh, und da ist Albin direkt vor ihm in der Kurve von der Strecke geflogen. Wie kann das nur passieren? Wie konnte das ihm nur passieren? Aber es geht weiter. Ades ist immer noch auf dem ersten Platz. Er hat eine Bestzeit von 16 Sekunden. Von 16 Sekunden. Und da ist gerade wieder einer auf der Strecke geflogen. Ich fasse es nicht. Ich glaube, es war Nadiat. Und Ades ist wieder da. Ades ist wieder drin. Gleich fährt er los. Er fährt los. Er nimmt die Kurve wieder gut. Ich glaube, er gewinnt die Runde. Und ich gucke mal hier. Jetzt schaue ich mal bei Nia One. Er ist leider auf dem 6. Platz, aber das wird schon gehen. Jetzt sind wir auf einmal bei André. Es wurde gewechselt. Und, okay, hier haben wir André und Ades hat gewonnen, Albin ist Zweiter, André ist Dritter und der Rest ist egal. Das war's von einer Runde Trackmania hier auf der Play 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.